Servus, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, was hat der Schwabi heute für euch? Heute habe ich euch etwas mal von dieser Band. Ja, ihr habt es gesehen, um was es geht. Das seht ihr ja hier schon rumstehen, um Sirit Ungol. Denn ihr neues Album Dark Parade, wo rauskomme ich am 20.10. Ja, bei mir ist das heute leider erst angekommen und deshalb gibt es das Video heute. Und angekommen ist das so in diesem Ding hier, in dieser Tasche. Ja, cool. Eine Vinyltasche wieder und jetzt holen wir das Ding hier mal raus. Ja, und die gibt's auch schon ziemlich lange, diese Band, Sirit Ungol. 1971 gegründet. Ja, also 71, hallo, das will was heißen. Und das ist wirklich schon verdammt lange Zeit. 52 Jahre, ja, dazwischen drinnen haben sie, glaube ich, mal aufgehört gehabt. Jetzt gucke ich mal rein hier, ob da noch was drin ist. Was ist hier noch drin? Ja, Aufkleber, Metal Blade Aufkleber sind hier noch drin gewesen in der Tasche. Ja, das ist von Metal Blade veröffentlicht worden. So, okay, dann tun wir mal die Tasche weg. So, und das ist dieses Album von den Dark Parade, Sirit Ungol. Aber ich schneide es gleich mal ein, dass es nicht so spiegelt. Das habe ich nämlich noch nicht eingeschnitten. Das muss ich jetzt machen. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo ein Fleckle finde, wo ich das schön einschneiden kann. Dass da nichts passiert. Irgendwo wollen wir doch irgendwo was finden, wo man das einschneiden kann schön. Ja, einmal frei hier. So. Und dann machen wir das schöne Stück hier mal einfach auf und gucken mal rein, was hier drin ist. Die Folie kommt weg. Ich will das Ding ja auch anlangen. Deswegen kommt bei mir diese Folie weg. So. Und das ist dieses schöne Stück hier von Sirit Ungol. Rausgekommen am 20.10., also gestern, heute ist der 21. Heavy Doom Fantasy Metal aus Amerika. Und ich meine, das ist denn ihr sechstes Album. Und da habe ich jetzt auch erst einen Song gehört, das Velocity. Und den fände ich richtig geil. Auch die Stimme von dem ist einfach, von dem Tim Baker, einfach finde ich einzigartig. Die ist so cool. Echt, ja, für mich ist es ein bisschen so mehr Doom wie ein bisschen Heavy Metal. Aber jetzt gucken wir uns das schöne Stück hier an und das ist echt geil. Es sieht super aus vorne. Ja, das ist so einprägt. Absolut geil. Top. Und die Rückseite, ja, die ist ziemlich dunkelkalt. Da ist Metal Blade Logo noch drauf. Ja, affengeil. Absolut top. So, und jetzt holen wir das mal raus. Es geht hier seitlich. Seht ihr, das ist so, ui, das geht schwer raus, ui, 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 das muss ich nacheinander rausholen. Also holen wir das einfach mal nacheinander raus hier, was hier so alles drin ist. Und da ist echt ziemlich viel drin, aber das geht schwer raus, hey. Das geht echt schwer. So, das ist die Vinyl. Und jetzt ist hier nichts mehr drin. Und das ist hier praktisch dieser außenrum, dieser Karton. Wo außenrum ist, ich stelle es mal hier hin, ich hoffe, das blendet nicht so aus. So, und mit was fangen wir denn dann mal an hier? Fangen wir mal mit diesem Ding hier an, mit diesem Heftchen. Auch genial. Ich klappe es mal schön auf. Finde ich wieder super. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal wieder 3-4 Seiten an. Hier sind die Texte drin, was auch wieder echt geil ist. Super Sache und auch echt richtig groß, hey. Die Texte richtig groß geschrieben. Kann auch ich super lesen. Und hier die Band. Ja, so wie ich so ein bisschen mitgekriegt habe, soll das anscheinend, also
so was ich auch schon gehört habe, eventuell denn ihr letztes Album sein. Wäre echt, echt schade. Ja, und diese Box ist, glaube ich, limitiert, meine ich, oder diese, ja, was heißt Box, das ist ja keine Box. Limitiert, meine ich, auf 1000 Stück. Aber echt genial, super Bilder hier drin, hey, absolut top. Echt spitzenmäßig. Ja, und das eine Lied, echt, das ist echt genial, Velocity. Also, ich finde es mal wieder richtig geil. Super Lied, ja, das war's jetzt. Das mit dem Heftchen hier, absolut top. Stellen wir auch mal hier hin. Können wir hier vorne reinstellen. Steht's richtig? Ja. So, und jetzt kommen wir zum schönen Stück. Und die Vinyls haben wir geil wieder. Metal Blade kennt man einfach. Vinyls liegen innen drinnen. So, ist hier noch was drin? Gucken wir gleich mal rein. Nicht, dass ich euch wieder was unterschlage. Natürlich, hier sind noch Haufen Sachen drin. Was ist hier noch drin? Ah, Download Code ist hier noch drin. Bandcamp. So, und jetzt gucken wir uns das schöne Stück hier mal an. Gatefold, Spirit Ungold, Dark Parade. Dieses geile Stück hier, wo gestern rausgekommen ist, aber heute leider erst ankommen ist bei mir. Absolut top. Ja, und da habe ich, ihr seht ja auch die Picture Vinyl. Die Half Past Human, ist doch klar, dass ich das wieder als Picture LP habe. Das ist besser gesagt eine EP. Von denen sind 4 Songs drauf. Ja, hammergeil, echt. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Songs drauf. Absolut top. Und auch, ich finde das Artwork hier auch mega geil. Sieht super aus. Echt spitzenmäßig. Ja, ich denke, heute wird das Video nicht zu lang. Heute habt ihr wahrscheinlich schnell wieder Ruhe vor mir. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. Oh, Poster, aber, oh, oh, dünnes Papier. Dünnes Papier, hey Leute. Und das sieht so aus. Gehen wir ein bisschen rüber. So sieht das Poster hier aus. Auch geil, aber echt dünnes Papier. Da muss man echt aufpassen, dass ich da nichts verreiß. Und das hier, nochmal ein Poster, also zwei, aber auch echt wieder dünnes Papier. Und das ist so rum, oh, das sieht auch geil aus, das ist das Artwork von der Vinyl, gehe mal ein bisschen zurück, auch echt spitzenmäßig. Oh, das wäre doch auch eine geile Flagge gewesen, das wäre auch ein richtig geiler, super Flagge gewesen, hey, das sieht echt top aus. Geil. Also zwei Poster dabei. Und hier nochmal ein Bild von dem Artwork. Auch super. Also das ist jetzt wieder fester Karton. Der ist echt stabil. Super Sache. So, und jetzt gucken wir uns mal das Hauptding an. Was ihr ja sehen wollt. Bestimmt die Vinyls gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar, da sieht man wieder Metal Blade einfach. Genial, super, gefütterte Innenhülle. Ja, das kennt man einfach von Metal Blade, ist einfach spitzenmäßig. So, und das ist die erste Vinyl. Wie sieht die aus? Ja, so ein bisschen Gold. Richtig geil und bin echt mal schon gespannt, wie die Vinyl oder das Album von denen ist. Ich hoffe, dass es nicht das letzte ist, so wie ich das so ein bisschen so gehört habe. Ja, und jetzt gucken wir uns mal die anderen. Auch hier wieder einfach Metal Blade. Einfach genial. Gefütterte Innenhülle. Und wie sieht die aus? Auch so ein bisschen Gold. Aber glaub, ja, es sieht eigentlich gleich aus. Sieht genau gleich aus. Affengeil. Gatefold finde ich echt super. Gatefold finde ich top. Absolut mega. Ja, und ihr seht, das war schon das kleine Unboxing von Spirit Ungold, ihr neuer oder ihr neues Album
Dark Parade, wo am 20.10. rauskomme ich. Und hier hat es echt geile Sachen dabei. Die Poster hier, ja klar, die sind halt ein bisschen dünn. Aber die legen wir mal einfach dazwischen rein, weil die sind echt dünn. Die hätten auch ein bisschen dicker sein können. Das Blatt hier und das Bild. Auch echt super. Genial. Und das ist dieses Album hier nochmals. Spirit and Gold. Dark Parade. Habe ich es richtig gesagt? Ja, ich hoffe, richtig ausgesprochen. Ja, genial. Neues Album, spitzenmäßig. Das stürmen wir auch hier dazu rein. Passt es dazu rein? Geht's da rein oder geht's nicht? Nein. Ja, natürlich geht es rein hier. So. Und das ist halt auch, finde ich, cool. So eine Vinyltasche. Kann man einfach mal, wenn man shoppen geht, das mitnehmen. Die Tasche und kann die Vinyls, wo man kauft, da rein tun. Auch super. Aber da das Video ja sonst echt viel zu kurz ist und ich habe ja noch was von Spirit and Gold, also das habe ich jetzt schon länger, das ist ja schon 2020 rausgekommen oder 2021 meine ich, zeige ich euch das auch mal hier, nämlich dieses hier von Spirit and Gold noch, die 40 Jahre Anniversary Frost and Fire, das Artbook, und das ist auch geil und ihr seht, das ist schon in meiner, habe ich ja euch ein Video gemacht, für die Vinylboxer, das ist zwar ein Artbook, aber das passt hier auch super rein. Und das holen wir einfach mal kurz raus, das zeige ich euch auch mal geschwind, weil das ist auch echt richtig geiles Teil. Und das ist nämlich dieses hier und das ist auch richtig dick. Also das ist echt ein super Ding. Live-Aufnahme oder Live-CD ist dabei. Auch zwei Vinyls, also echt geil, die 40 Jahre, das 40 Jahre Artbook. Das ist echt super, hey. Bloß machen wir das jetzt nicht zu lang. Da war ich auch gekommen in gefütterte Innenhülle. Aber die Vinyls sind hier oben reingeschoben. Ich zeig's euch mal geschwind. Komm her. Die sind hier oben reingeschoben. Und es hat aber nicht ganz mit der gefütterten Innenhülle reinpasst. Die wollte es nicht reindrucken. Und dann habe ich die Vinyls rausgenommen und habe sie in meine, ihr kennt ja schon vielleicht die durchsichtige Folien, wo ich habe. Und da habe ich die dann rein. Und das sieht doch auch echt ey, absolut klasse, das Ding. Und da war auch echt so viel damals dabei. Auch von Metal Blade. Und da war echt viel dabei damals. Auch ein Download-Code ist da dabei gewesen. Die Autogrammkarte, die unterschriebene, war da dabei. Und deswegen haben wir eins aufgehoben von der gefütterten Innenhülle, um das da rein zu tun. Da war noch ein Poster dabei. Aber auch wieder so dünnes Papier. Aber macht nichts, aber auch echt mega geil. Muss ich nur aufpassen beim Aufmachen. Und das ist auch richtig geil. Das ist so wie das andere Poster jetzt von denen. Auch echt super Sache. Also das Artbook hier ist auch mega geil gemacht. Wo damals rausgekommen ist. Echt spitzenmäßig. Auch echt super. Hey. Wo geht's jetzt auf? Da haben wir wieder. Hier. Also auch ein echt richtig geiles Ding. Und hier hinter, hier dann, das ist einfach super gemacht, das 40 Jahre Ding der Hanna. Hier sind noch die 4 CDs drin, wie gesagt, Live-Aufnahme. Die Frost and Fire Version, normal, remasterte Version. Also echt richtig geil, absolut top. So wie die Vinyls hier, wo da dabei sind. Das war glaube ich eine blaue und eine orangene, meine ich, wo da dabei ist. Mal gucken, ob ich sie gut rausbringe. Ja. Bleibt es stehen. Die sieht so aus. Absolut geil. Und deswegen habe ich die hier in meine, habe ich so eine durchsichtige Folie rein, dass die wieder echt, und da gehe die auch ganz leicht rein. Da rutscht die einfach super runter. Genial, absolut top das Ding. Ja, das wollte ich euch eigentlich auch nur schön zeigen. Und da sind auch viele Live-Aufnahmen, Bilder und so dabei. Auch echt spitzenmäßig dieses Ding. Von, ich meine 2021 ist das rausgekommen. Also echt auch ein richtig geiles Teil.
Und ihr seht, es kommt wieder in meine Hülle hier rein. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen mit den Hülle, aber ich habe gedacht, das ist auch mal was anderes. So, dann wird es wieder hinter zugemacht und fertig. Und das ist geil mit den Hülle, das bleibt einfach gestützt, einfach top. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und natürlich seht ihr hier noch die Picture LP. Kann sie ja mal raus tun, ich hoffe, das spiegelt nicht. Deswegen tue ich sie mal raus. Die habe ich auch noch. Wie gesagt, das ist eine EP. 4 Songs drauf. Und ich meine, die sind sogar schon in die 70er Jahre geschrieben worden. Und glaube, einige Fans wollten einfach ja den alten Stil wieder von denen. Aber das ist auch echt geil. Die Mucke ist absolut geil von denen. Super Sache. Stelle ich hier wieder hin. Ich hoffe, das spiegelt nicht. Ja, aber das war's jetzt. Das kleine Unboxing von Spirit Ungoal. Die neue LP, was sie rausgebracht haben. Und ich hoffe, es ist nicht die letzte von denen. Die Dark Parade, wo am 20.10. rausgekommen ist. Habe jetzt auch erst, wie gesagt, einen Song gehört. Das Velocity. Und das finde ich echt geil. Absolut top. So wie die Stimme her. Habe ich ja vorher schon gesagt. Absolut genial. So. Und das war's jetzt aber. Ich sag danke, dass ihr die Videos anschaut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, und dann sehen wir uns demnächst wieder. Denn ich habe nämlich nochmal einkauft. Ein bisschen. Ein paar Menüs. Aber ja. Ein paar bisschen ältere, aber wo ich auch noch nicht gehabt habe. Ja, egal. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Und jetzt sage ich, danke nochmal, dass ihr die Videos anschaut. Und ich wünsche euch was. Und ihr wisst, was zum Schluss jetzt wieder kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne Hoshis.